Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der Ihnen hier vorliegende Entwurf des dritten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes dient der verfassungsrechtlich notwendigen Neufestsetzung der Grundleistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Außerdem enthält er die von vielen auch seit langem schon geforderte Schließung der sogenannten Förderlücke für Studium und Ausbildung und einen Ehrenamtsfreibetrag. Damit unterstützen wir die Integration durch Ausbildung und Studium sowie im ehrenamtlichen Engagement. Der Gesetzentwurf wurde vom Bundeskabinett am 17. April beschlossen und soll nach heutigem Stand zum 1. August in Kraft treten. Auf drei Kernpunkte möchte ich kurz eingehen. Erstens, die Leistungssätze im Asylbewerberleistungsgesetz sollen durch dieses Änderungsgesetz ausgewogen und für die Länder kostenneutral angepasst werden. Damit werden im Wesentlichen die Regelungsinhalte des Gesetzentwurfs der letzten Legislaturperiode übernommen. Die Regelbedarfe werden weiterentwickelt und zugleich wird die verfassungsrechtlich gebotene Anpassung der Leistung vorgenommen. Das bedeutet, die Grundleistungssätze des Asylbewerberleistungsgesetzes werden auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe von 2013 neu ermittelt, mit dem Mischindex bis 2019 fortgeschrieben. Damit erfüllt die Bundesregierung ihren verfassungsrechtlichen Auftrag zur regelmäßigen gesetzlichen Anpassung der Leistungssätze des Asylbewerberleistungsgesetzes. Zukünftig werden die Bedarfe für Strom- und Wohnungsinstandhaltung aus dem Leistungssatz ausgegliedert und als Sachleistung gewährt. Die Geldleistungssätze werden hierdurch gesenkt, der Leistungsumfang wird dabei aber nicht verringert. Gleichzeitig werden die Bedarfsstufen im Asylbewerberleistungsgesetz neu geregelt. Alleinstehende Leistungsberechtigte in Sammelunterkünften sollen der Bedarfsstufe 2 zugeordnet werden, unter 25-Jährige, die im Haushalt der Eltern leben, der Bedarfsstufe 3. Der zweite Punkt, der mir besonders wichtig ist, ist, dass durch den Gesetzentwurf die sogenannte Förderlücke für Ausbildung und Studium für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie wie für Geduldete geschlossen werden soll. Denn Asylbewerberinnen und Bewerber sowie Geduldete, die sich in einer förderungsfähigen betrieblichen oder schulischen Ausbildung oder in einem Studium befinden oder eins aufnehmen wollen, fallen nach jetzigem Recht häufig unter einen Leistungsausschluss und damit aus der sozialen Sicherung heraus. Das hieß bisher, wer keine Ausbildung beginnt oder eine abbricht, erhält volle Leistung. Wer sich aber anstrengt und etwas leistet, der bekam nichts. Diese Schieflage wird nun beendet und das ist gut so. Denn ich bin mir sicher, dass die Mehrheit dieses Hauses und übrigens auch der Bundesrat genau das will, Engagement bei der Integration, gerade in Ausbildung oder Studium, gerade durch Bildung gelingt Integration. Zukünftig können dann Leistungsberechtigte in einer Ausbildung oder in einem Studium nach dem 15. Monat des Aufenthalts Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Damit stärken wir die Motivation zur Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums und beseitigen die beschriebenen Fehlanreize. Und der dritte Punkt, die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit. Der Gesetzentwurf sieht die Einführung eines neuen Ehrenamtsfreibetrags vor, genauso wie in der Sozialhilfe. Wenn sich also Asylbewerber ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel in Vereinen oder Initiativen, und dafür eine Ehrenamtspauschale erhalten, sollen sie davon künftig bis zu 200 Euro im Monat anrechnungsfrei behalten können. Denn auch und gerade für Geflüchtete oder Geduldete ist es wichtig, klar zu zeigen, dass ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement in Deutschland wertgeschätzt wird. Wir wollen Sie dazu ermutigen und Sie nicht davon abhalten. Wir werden also mit diesem Gesetz, ich fasse zusammen, die Leistungen im Asylbewerberleistungsgesetz wie verfassungsrechtlich geboten anpassen, einen Ehrenamtsfreibetrag einführen und die Unterstützung für Geflüchtete in Ausbildung oder Studium sichern. Damit soll dieses Gesetz einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Versorgung geflüchteter Menschen in Deutschland leisten und ihr Engagement und ihre Integration unterstützen. Ich bitte um gute Beratung und Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Und für die AfD hat das Wort der Kollege René Springer.